Und damit welcome back, Freunde der filmreifen Unterhaltung, zu einem neuen spannenden Let's Play hier auf meinem Channel. Die Rede ist natürlich von Senua's Saga Hellblade 2. Heute frisch rausgekommen, ich freue mich tierisch drauf, ich bin gespannt, was uns hier erwartet, wie die Story jetzt weitergeht mit Senua und natürlich bin ich auch gespannt, wie das alles umgesetzt worden ist. Denn Teil 2 soll eher so ein bisschen, ja, so ein interaktiver Film sein. Ich würde mal sagen, ich höre mal auf zu labern. Wir starten im Grunde gleich mal durch. Ich habe schon mal kurz reingelurrt, um ein paar Einstellungen zu tätigen. Wir starten jetzt natürlich eine neue Geschichte. Let's go! Und denkt dran, bewerten, kommentieren und wenn ihr es noch nicht getan habt, noch ein Abo da lassen, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. I know you. It's been a long time. She made a promise to the one she loved, dead now, but no less. A promise. Not one soul more would suffer as he had. She carries him in her heart. His death, his life, will drive her on. She will forge a purpose from his death, make meaning from the pain. And then the Northmen came again to our land, stripping us of our names, our lives, of everything that makes us who we are, beating and blinding, taking us as slaves. These Northmen sail under a blood-red sign. One among them they call Master. Senua will follow that sign. She let herself be taken, dragged in chains to their ships, so she can trace the poison to its source, find the heart, and cut it out. Stop the slavers. Keep her promise. Sie hat sich freiwillig entführen lassen? Oi. Okay, der Plan hat wohl nicht so geklappt, ha? Huh? Das Unwetter kam etwas ungeplant. Alone in the dark. Get up quick!
even when you're pulled by forces dim and vast, fate can stop you cold. A dream has foundered with the ship. She must find a new light to steer by, find the next sign. Okay, cool. Also grafisch kann's schon was, ha? Huh? Die bekannten Stimmen sind auch wieder mit dabei. Stimmen in Senuas Kopf. Nicht sehr verwunderlich, ne? Wir kennen's ja. Senua ist das natürlich schon gewohnt. Anscheinend hat sie sich ja irgendwie freiwillig entführen lassen von den Nordmännern, die ja ihr Dorf verwüstet haben. Um Rache zu nehmen wahrscheinlich, ne? Am meisten. She's so far from home. From all she's ever known. Half drowned. Lost in a world still clouded to her eyes. Which she won't heal. So, gleich vorab für euch da draußen, wenn ihr das vollste Erlebnis erleben wollt, dann setzt euch einmal Kopfhörer auf. Des Weiteren muss ich sagen, ich habe schon mal kurz reingespielt, die Balken lassen sich leider nicht entfernen, die Filmbalken. Das liegt halt einfach daran, dass die Entwickler gesagt haben, wir möchten hier wirklich eher so eine Art Film kreieren, wo man halt so ein bisschen mitwirken darf. Daran muss man sich natürlich ein bisschen gewöhnen erstmal. Komm schon, du schaffst das. Die letzte Kraftreserven, bring sie auf. Ist natürlich auch alles sehr glitschig bei dem Regen. Ich habe jetzt leider auch keine Wanderausrüstung dabei. Jawohl, ich klettere doch. Was natürlich gut ist, wenn du so Stimmen im Kopf hast, hast du immer jemanden, der dich motiviert, hä? Immer jemand, der dich pusht. Draw her onward. The ones who didn't live. The ones she could not save. She can hear them calling. Lives stolen by the Northmen. She carries them with her. Always. Ja, Senua hat halt einen kleinen Dachschaden. Sie ist hart traumatisiert. Viel zu viel durchgemacht, auch mit Dillian und die Nordmänner, die halt ihr Dorf überfallen haben und ihre Mutter verbrannt haben. Ihr hat's nicht leicht, die Kleine. Grundsätzlich lohnt es sich, glaube ich, auch, bevor man den zweiten Teil anschaut oder das spielt, dass man sich nochmal eine Zusammenfassung vom ersten reinzieht. Ein Background-Wissen ist nicht schlecht. You should not have come here, child. Oh. Der Schattenmann. Ist das der Schattenmann von Teil 1? Er ist wieder da. Your hopes were always doomed to fail. All this way. Just to die among strangers. You! Why did you come back? Did
listen to you. Tja, so wie es aussieht, haben wir im ersten Teil den Schattenmann nicht besiegt. Den inneren Dämon. He clouds her mind with fear, but she won't stop. Stronger forces drive her on. So, gut, wir können ein bisschen rennen. Wir geben mal ein bisschen Gas. Das Intro dauert tatsächlich ein bisschen länger. Ja, ähnlich wie in Teil 1. Mann, was ein Unwetter, oder? Hier, wo ist deine Frau? Ich komme! Halte durch! Halte durch, Fräulein! Obwohl, was kann ich groß ausrichten? Ne? Ich bin ja eh eigentlich von den Kräften her am Ende. Ich höre niemals auf den Schattenmann. Ich bin nur Probleme eingebrockt im ersten Teil. This is the right way. The signs are leading me. They brought me here. She knows that all through this world, there are signs and symbols waiting to be discovered. The meaning is there. If only you can find it. If you want to. Hier kriegen wir wieder Geschichten erzählt. Von Druth. Okay, der ist auch wieder mit dabei. And now find yourself in Midgard, the world Schön. Of man. Do not think it any less dangerous for that. Ganze Familie ist mit am Start. Schön. Freue ich mich. Oh, das wird so geil, Leute. Ich freue mich so auf dieses Game. Mit was soll ich denn kämpfen? Soll ich mit Steine bewerfen oder mit Matsch? Ja, vielleicht anschleichen, ha? Huh? Ich meine, kämpfen können wir eher grundsätzlich, also mehr geübt. Aber so eine Waffe wäre natürlich nicht schlecht. Naja, anschleichen. Nein, Fräulein! Oh Gott, nein! Mist. Was, ich? Nein, es ist nicht meine Schuld. Na Schattenmann, er versucht schon wieder, mir die Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber ohne mich. Ich muss so schon sagen, so grafisch kann sich schon sehen lassen, ne? Vor allem Senua sieht richtig gut aus. In der Grafikeinstellung bin ich ungefähr so im Mittelmaß, würde ich mal behaupten. Mittel bis hoch. Jetzt einen Sklavenmeister verloren? Ah, den finden wir schon. Wir müssen zum Meister. Ich finde es auch ziemlich cool mit den Untertiteln links, rechts immer, je nachdem, wo die Stimme gerade redet. Genau, wir glauben ihm kein Wort. Der Schattenmann hat schon immer gelogen. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich hin, ne? Jetzt sagt das der. Was ist ein richtiger Irrgarten hier? Das ist mal gar nichts für mich. You are lost too. How can the lost find anyone? You failed them. They are dead, like your mother. Er versucht's aber weiterhin, ne? Ah,
Ich glaube, ich bin schon auf dem richtigen Pfad. Ui. Was passiert hier? Ah, okay, es geht wieder um Symbole. Das alte Symbole-Spiel. Finde das Symbol. Okay, das kennen wir noch zu Genüge aus Teil 1. Aber man muss sich echt hart an diese Balken gewöhnen, ne? Hätten sie vielleicht mal ein bisschen weniger machen können, wenigstens. Nicht ganz so präsent. Aber gut. Wie gesagt, sie wollen da so eine Art Film-Feeling erschaffen. Entwickler. Ja, das war jetzt natürlich noch einfach. Mann, was eine triste Gegend, ey. Was, die Toten folgen uns? Ich sehe keine Toten, die uns folgen. Was die schon wieder labern? Nicht ablenken lassen, einfach geradeaus weiter. Ein Stein hier kommt schon ziemlich geil. Schöne Texturen. Wieso ich? Wieso soll ich die im Stich gelassen haben? Ich kann doch gar nichts dafür. Ich wollte doch nur Rache nehmen an den Nordmännern. Okay, jetzt sehen wir so ein bisschen, was passiert ist hier, ha? Huh? Okay. Oh. Wer ist er denn? Oh, darf ich jetzt fighten? Oh. Jawohl. Nice. Und so kommen wir an unsere erste Waffe. Ich glaube, das Spiel wird jetzt noch mal eine Schippe drauflegen hier, was die Düsterheit angeht, ha? Beklemmendes. Oh ja, der erste Fight. Ich freue mich, ich liebe das Fighten hier in dem Spiel. Okay, mein Freund, legen wir los. Ich fange mal an, ja? Jawohl, Thunder. Jawohl, noch ein. Finish. Schönes Ding. Ja, sie sind Monster. Monster müssen getötet werden. Ich will dir helfen. Dass wir wenigstens einen retten können, ha? Boah, okay. Mal kurz ein bisschen ausprobieren, rumprobieren. Okay, Konter geht irgendwie nicht so. Vielleicht noch nicht. Und rein da.
Jawohl. Ich glaube, das Kämpfen ist eher so Schritt für Schritt. Alter, das ist hier nebelig. What the? Sorry, Kumpel. Ah, wie sie alle wieder sagen, ist meine Schuld. Der nächste, ey. Geht das mit dem Konter nicht mehr? Doch, jetzt, oder? Oh, schön. Alter. Die Frau muss richtig fertig sein, du. Körperlich, wie auch seelisch. Boat, ja. Ich geh zum Boat. Kann ich hier noch jemanden retten? Hallo? Stupid girl. Jesus, bro. Was, wie, was? Ich hab mich geirrt. You thought they were real. You don't know. She never knows. Man weiß halt per se nur nie, was real ist und was nicht. Was es sich einbildet, was nicht. Everyone is dead. No one left to save. Das ist halt ein bisschen das Problem, ne? Ihre Krankheit. Was? Alter. All diese Leichen. Das ist krass, dass wir auch wirklich alle Toten hören können. Oh oh. Oh, nicht gut. Wie komme ich denn wieder raus? Ich hänge. Ich hänge. Was ist da? Wieso? Hey, beugen mich fest. Was ist los? Na komm. Kick ihn weg. Jetzt hast du aber nochmal Glück gehabt, ey. Das hätte jetzt aber auch richtig in die Hose gehen können. Das war jetzt wirklich Glück im Unglück, hä? Okay, weiter geht's. Okay. Boah. God damn it. Gib ihm. Schwerer Schlag, jawohl. Wir haben sich schon mal ganz cool gemacht, die Kämpfe. Wir müssen nur irgendwie mal kontern. Schlag mal zu. Ne? Aua. Aua. Oida.
So, jetzt probier's mal mit dem Kontern. Ne? Rette. Boah, das, da muss man jetzt mit Teil 2 richtig den richtigen Moment warten. Krass. Oh, ich glaube, die Kämpfe, die haben es dann richtig in sich. Man muss haargenau den Moment treffen. Im Einser war es nicht so krass. Hey, hey, hey! Schon wieder so eine Klette am Fuß. What are you going to do with that sword, girl? He looks ready for you. He is ready to fight. You're ready. We will end this. You're fucking dead. Okay, jetzt wird's interessant. Nein. Jetzt durch. Jawohl. Au. Boah. Alter. So, mein Konter. Scheiß Sklavenhändler. Aber ich darf ihn nicht töten, ne? Ich muss mich noch zu den Nordmännern bringen. Au, ich hab gedrückt. Au. Hallo, ich bin ein bisschen erschöpft, ja? Ich hab schon ein bisschen was erlebt heute. Boah. Das Ausweichen gefällt mir ganz gut. Schön in Szene gesetzt. Au. Boah. Ja, die schweren Angriffe, die brauchen halt einfach viel zu lange. Aua. Gib ihm! Ja, ja. Get up! You're worth more to me alive. Come on then. Okay. Oh, er hört aber auch nicht auf zu schlagen, ey. Jetzt bin ich dran. Aua. Alter, wie ich ihn in seinem Arm stecke. Huiuiui. Nein, nein, nein. Erstmal so ein bisschen auspowern lassen, hä? Ist das das Geheimnis? Stop! Fight me! Ah, die Konter kommen noch nicht so geil rüber. Ich, Alter, ich hab mich doch weggeduckt. Okay. Alter, jetzt, komm. Ich habe auch irgendwie noch keine Taste gefunden zum Treten. Naja gut, wir können den eh nicht besiegen. Souvenir verpasst, ha? Huh?
Again. Insinuating. Wait. Do it now. You can't kill him. Stop. The dog. If you're going to kill me, just do it. Takes over everyone. But you need him. You need him to show. He knows everything. He knows this island. No. He knows. He can show you the path. You're gonna take me where I need to go. Yes. Where you come from? Where you take the slaves? I can't walk. How do you expect me to take you anywhere? His pain doesn't matter. Make him walk. We'll walk. She has to save them. You have to. There's no other way. It's where we have come. I'm not leaving until I get what I came for. You made a promise. She made a promise. I made a promise. Wir haben Dillian versprochen. Unserem geliebten Dillian. Ja, krass. She knew the path would open to her. A blood-carved stave, a soul sea falling. A too familiar darkness. An endless night. He is the next sign. You can see it. Do you remember it? She knows that suffering, that feeling, poisoning her mind with fear. That rot covers him now. Covers him. Do you see it, Senua? Do you see the darkness? She feels it. The faces of fear and suffering. You can see it. The sign. What does it mean? That sign. What is it? You need to understand. You need to understand. Answer! It is my father, Sigil. His father. Your father. The Gothi. Monster. He's here. Look at him. No. The shadow. But this place is his. The people here are weak. They would not survive without his help. You have like you. Does she? Enough! He's wounded. He won't try anything. You have to keep your eyes on. Okay, Leute. Das war ja schon mal ein krasser Einstieg, krasse Kämpfe. Ich find's auch cool, dass wir jetzt im Grunde erstmal nicht allein unterwegs sind hier. Ja, mal gucken, wie lange ich brauche, mich hier an diese Balken zu gewöhnen. Ich habe schon alles Mögliche versucht, um die auszustellen. Das geht leider nicht. Die Entwickler wollen das so, dass wir das so spielt. Es soll halt, wie gesagt, wie so ein Film eher rüberkommen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, war schon ein cooler Einstieg. Ich bin gespannt, was uns jetzt noch so erwartet. Und ich hoffe, euch hat es soweit auch gut gefallen. Wenn ihr mich ein bisschen supporten wollt, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen da lassen oder kommentieren. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann in der nächsten spannenden Folge wieder. Sexy und geschmeidig bleiben. Bis zum nächsten Mal. Jessikowski.